wake up. Ich hätte jetzt einfach eine Bitte, dass wir nicht in eine Diskussion verfallen, bei da ging es doch und bei dem ging es doch und bei uns geht es nicht. Wir müssen ganz anständig mit diesen schwierigen Fragen umgehen. Schon mit dem Fingerzeigen anfangen. Wir leben in einer Demokratie. Und ich sage es deutlich, wir lassen uns unsere Demokratie einmal durch das Problem mit unseren Flüchtlingen, was gibt, was zweifellos gibt, aber auch nicht so gehirnlose Terroristen wie Paris, wollen uns nicht gemeinsam nicht kaputt machen. Die Wintermonate stehen vor der Tür. Die Sache hat sich nochmal zugespitzt, weil wir keine freien Häuser mehr haben und keine Wohnungen mehr und der Zustrom seit September noch einmal zugenommen hat. Zu viele und zu schnell. Das ist die Aufgabe, die wir haben und jetzt kommen wir langsam ins Improvisieren. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir Ihnen sagen können, wie wir denken, wie wir überlegen, wie wir planen und dass wir Ihnen unser Konzept vorstellen können. Damit Sie einigermaßen den Eindruck mitnehmen, die wissen, was sie tun, sie überlegen es genau, sie machen das miteinander, weil wir ja auch auf der Bühne sind. Und wenn wir gemeinsam irgendwie alle an unseren Stellen ein bisschen mithelfen, dann könnte das gelingen. Ich stelle fest, das ist die bestbesuchteste Bürgerversammlung, die wir jemals hatten. Und auch der beste Besuch, der jemals hier im Kulturstadion war. Es war ja ein Wunsch unseres Stadtrates, dass wir selbstverständlich eine Bürgerversammlung zusammen mit dem Landratsamt abhalten, sobald wir eine größere Zuteilung von Flüchtlingen bekommen. Die Stadt Vohburg hat derzeit nach neuestem Stand 22 Flüchtlinge. Nach den Einwohnerzahlen müssen wir 160 in diesem Jahr aufnehmen. Ich kann schon sagen, ohne vorzugreifen, dass bis zum heutigen Tag diese Unterbringung sehr, sehr gut verlaufen ist. Wir hatten eigentlich null Probleme. Wirklich null Probleme. Mein Name ist Annette Leger. Ich betreue seit 3 Jahren unsere Flüchtlinge vom ersten Tag an. Und ich kann Ihnen sagen, es wird nicht so schnell gekocht, so kocht, bis es ist. Wir haben die 3 Jahre keine Probleme gehabt. Ich habe einmal schon das Gas einstellen müssen, aber das muss man andere Leute auch. Aber es hat bis jetzt wirklich ganz gut funktioniert. Vor wenigen Wochen kam dann ein E-Mail unseres Landrats, der alle 19 Bürgermeister im Landkreis, der allen mitgeteilt hat, jetzt kommt der Winter, wir schaffen die Zahlen nicht. Wir waren etwa nicht ja, bei circa einem Prozent, bei 1%. 2% sind noch in diesem Jahr voll zu machen und vermutlich werden wir im kommenden Jahr irgendwo bei 3% landen, die jede Kommune aufzunehmen hat. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, lieber Landrat, das ist nicht das Problem der Kommune, bitte kümmere dich drum. Mach irgendwas, tu irgendwas und wir halten uns außen vor. Das ist aber sicherlich nicht der Sinn und der Zweck der Sache. Es war natürlich bisher so, und ich nehme mich da nicht ganz aus, irgendwas wird schon kommen, macht's noch. Aber es wird jede Ecke wird es treffen. Der Süden, glaube ich, da sage ich nicht so viel. Warum? Hauptgründe waren, man hat trotz zigfacher Aufrufe, geht es von Vorburg aus, Mitteilungsblätter, Presse und, ist uns fast kein Wohnraum zur Verfügung. Wenn Wohnraum Kummer ist, der uns gemeldet worden ist, vor kurzem in der Ortsmitte, haben wir das sofort weitergegeben als Landratsamt mit der Bitte, das zu überprüfen. Es ist nicht alles hundertprozentig, man kann nicht alles nehmen, ist mir gesagt worden. Und dann viele haben dann wieder gesagt, nein, wollen wir nicht. Wo ich mich vehement dagegen gewehrt habe, und nicht nur ich, sondern andere Kollegen im Landkreis auch, war die Belegung von Turnhallen. Vor einigen Monaten ist dann schon ein Zelt, und zwar nicht in Vohburg, ich sage das ganz bewusst, ein Zelt, als ist angeboten worden, dass wir Zelte haben. Warum? Weil es Schwierigkeiten gibt mit der Beschaffung von Containern. Wir haben uns dann vor 8 Tagen haben wir melden müssen,
Wir sind dann mit den Fraktionssprechern zusammen, mit meinen beiden Vertretern benannt und haben uns geeinigt, dass wir zunächst hinter Gasthaus Stiftl den Platz nehmen, der absolut gut erschlossen ist. Hier ein Zelt aufbauen und zwar, ich sage das nochmal, als Notunterkunft, als Notlösung, als Zwischenlösung. Das kann, und da glaube ich, sind wir uns alle einig, ein Zelt kann keine dauerhafte Lösung sein. Aber jetzt kommt der Winter, angeblich schon am Sonntag, mit großen Zügen auf uns zu und man kann diese Leute dann einfach nicht auf der Straße sitzen lassen. Es ist einfach nicht möglich. Da bitte ich um Verständnis, da glaube ich, seid ihr aber alle einig. Und deshalb haben wir zunächst als Lohnunterkunft für ein halbes Jahr diesen Platz dem Landratsamt, dem Landrat zur Verfügung gestellt. Ich glaube, die Miete oder die Anbindung ist zunächst für ein halbes Jahr, für 6 Monate. Kann natürlich, wenn es nicht anders geht, auch verlängert werden. Aber wir waren heute Nachmittag wieder benannt im Stadtrat mit den verschiedensten Fraktionen und haben uns klar und deutlich festgelegt, wir werden noch in diesem Jahr, wie zuvor fertig, Herr Mahler, wir werden noch in diesem Jahr, später zu Anfang des neuen Jahres, nach Lösungen suchen und zwar nach dauerhaften Lösungen. Jetzt bitte ich um Verständnis für die Notunterkunft und ab 2016 werden wir so unterbringen, sage es nochmal ganz oberflächlich, ohne dass ich festgenommen werden kann, dass ich sage, alle unsere Ortsteile inklusive der Stadt haben 2% der Bevölkerung, 2% der Bevölkerung dann als Flüchtlinge aufzunehmen. Wie sich das realisieren lässt, wird man sehen. Ich hoffe, dass sich doch viele Leute melden, die ihre leeren Wohnungen dann zur Verfügung stellen. Ich bitte um Verständnis, wir müssen helfen. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen helfen, wir müssen helfen und wir werden helfen. Aber es ist momentan einfach nicht mehr anders gegangen. Darum bitte ich um Verständnis, warum gerade in Rokanding, ich habe diese Kritik ja von vielen Seiten auch gehört, ist vollkommen klar, ich verstehe das, warum, weil es wirklich eine Notlösung hier ist. Und in einem halben Jahr hoffe ich, dass das geregelt ist. Und ich darf aber die sagen, mir wurde in der Zwischenzeit, und die Rokandinger Bürger sind selber darüber entscheiden dann, mir wurde in der Zwischenzeit eine Halle im Ortsteil Rokanding, in der Ortsmitte, wurde mir angeboten. Beziehungsweise nicht mir, sondern am Landrat. Und dann frage ich, was ist besser? Wir haben hier einen Bahnhof, wir stellen einen eigenen Bus zur Verfügung und momentan ist eine Notlösung für ein halbes Jahr, da bitte einfach um Verständnis. Wir sehen ja genau, was wir den einzelnen Menschen zumuten. Wir haben gestern Abend eine Diskussion gehabt, die war genauso intensiv, das waren nur 20 Leute. Aber die kriegen ins Wohngebiet auf 5 Meter Abstand 50 Personen mitten in eine Halle. Konnte ich auch nicht nachgeben, habe das dann gleich am Anfang gesagt, ich kann nicht nachgeben. Und dann habe ich gesagt, warum kommen wir dann, wenn sie nicht nachgeben können. Und darum bitte ich einfach, heute jetzt das einmal so anzunehmen, Rokanding. Wir diskutieren sehr stark Rokanding-lastig. Wir haben jetzt in Rokanding natürlich 100, die Geschichte 150. Wir haben erzählt, wir haben jetzt einen halben Jahresvertrag. Wir haben einen halben Jahresvertrag und der Bürgermeister sagt zu, für einen Ausgleich innerhalb der Gemeinde zu arbeiten. Wie sich das dann immer auch darstellen lässt. Ich bin der Meinung, jetzt abschließend, es ist um 2-3 Monate spät, weil wenn man den Bürger mitgenommen hat, dann macht er sich auch Gedanken und dann hätte es bestimmt auch irgendwo nicht braucht, dass wieder alles in Rocking und Rocking für Hans Ober da herhalten muss. Ich sage euch, wenn es so kommt, dann geht es nach Rocking, also macht es Versammlung und entschuldigt euch bei der ganzen Bürgerschaft für dieses Fehlverhalten. Also. Kurz, Herr Bürgermeister? Vielleicht ein kurzer Satz, Josef, vollkommen klar, was du sagst. Nur ein kleiner Unterschied war, damals war es auf den Vater, freilich. Warum das der das macht, glaube ich, ist er eben bewusst. Das waren finanzielle Hintergründe. Das glaube ich, weißt du genauso, was damals noch Fritterburg und Ostreich gesagt hat. Der hat das rein aus finanziellen Problemen gemacht. Diesmal schaut es natürlich ganz anders aus. Deswegen werden wir von oben herunter angeordnet, wir wissen, was machen. So, und ich verstehe, wenn du sagst, wieder Rokanding.
Wir waren vor der Frage gestanden, vollkommen klar. Wäre es, das muss ich auch sagen, containermäßig gegangen, zum jetzigen Zeitpunkt. Wir waren ja auch ein Flüchtlingsheim in Vorburg. Zumindest so sagen wir mal, als Flüchtlingsheim. Wäre es auf längere Zeit gewesen und sonst irgendwas, dann stimme ich dir zu, dann komme ich nicht mal wieder später. Es ist die Frage, was ist besser? Gehen wir in den Kern rein, was nicht auch, da ist uns auch was angeboten worden, oder sagt man, man geht an den Rand hin. Den Unterschied, den muss man schon sehen. Auch hier gibt es natürlich Probleme. Viele haben Angst, dass man durch Locker den Durchgänger runterrum, aber ich glaube, diese Angst ist nicht unbedingt begründet. Wir werden, die kommen sicherlich hoch, vollkommen klar, die werden sich auch irgendwo aufhalten, und vollkommen klar, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, wir werden draußen gesagt, da ist ja ein ganzer, ein unschönes E-Mail eingegangen, der sich mittlerweile entschuldigt hat, ist er angenommen so, wenn das macht, oder ein Lokodinger Bürger. Wir werden auch einen Bus rausschicken. Wir werden auch dafür sorgen, dass es hin und her transportiert wird. Aber ich bitte schon dafür, zu bedenken, dass hier diesmal schon ein großer Unterschied ist. Jetzt stehen wir kurz vor dem Winter, du schüttelst deinen Kopf, aber es ist so, und damals war privat mitten in der Holzmitte, und ich weiß bestimmt, ich weiß, wie es ausschaut hat, was alles los war unter uns. Das bin ich der festen Überzeugung, wird diesmal so nicht sein. Die Sache, und was ich gesagt habe, ist natürlich sehr, sehr ernst, das würde ich sagen. So, jetzt so ein paar Punkte. Das Erste, wenn wir früher mit diesen Versammlungen angefangen hätten, wir haben ja auf 1% geplant bis zum Jahresende und das hat auch bis September ganz gut ausgeschaut. Dann war dieser starke Zustrom über die Balkanroute oder Ungarnroute und dann kamen dort die Mauern und dann kam es in gewisser Weise zu einem Stopp und während des Oktoberfestes noch, also Mitte September bis Oktober, haben wir keine Zuweisungen bekommen. Also 4 Wochen lang nichts. Und dann haben wir gesagt, wo sind die? Man hat dann schon gemerkt, dass an den Grenzen geht es eigentlich weiter, zwar nicht ganz so in dieser Intensität, aber dann waren eben schon Vereinbarungen auf Bundesebene, dass die Menschen, die gekommen sind, sind alle mit den Zügen weitergeleitet worden in andere Bundesländer. Weil am damaligen Zeitpunkt hatten wir die Situation, dass die alle in der landesweiten Verteilung sehr weit im Defizit waren und man sich dann zumindest, wenn es schon europaweit nicht gelungen ist, zu dem damaligen Zeitpunkt vor 4-6 Wochen darauf verständigt hat, gleichmäßige Verteilung in Deutschland. Das ist jetzt immer stärker erreicht und jetzt hat der Zustrom noch einmal zugenommen, ganz dramatisch im Laufe des Oktobers. Da hatten wir unsere Veranstaltungen schon geplant. Also wir haben so Ende September, Anfang Oktober, brauchst du ja 4 Wochen Vorlauf, bis die Säle gebucht sind, Moderator, alle müssen Zeit haben. Und jetzt hat uns eigentlich nochmal das Tempo auch eingeholt. Das ist natürlich keine Entschuldigung, man kann alles früher machen, aber ich will zumindest für uns beanspruchen, dass wir, glaube ich, einer der wenigen Landkreise sind, die es überhaupt machen, so in der Form. Dann wird man jetzt zumindest 1:1 der ernsten Situation rüberbringen. Und jetzt nochmal zum Ernst der Situation. Wir haben derzeit pro Woche jetzt eine Zuweisung aus München von 45 und die wird erhöht ab 1. Dezember auf 51. Es gibt Landkreise, die sind bei wöchentlichen Zuweisungen bei 70. Ich glaube, der Landkreis Eichstätt ist auch schon in dieser Kategorie. Die sind also jetzt alle am Rudern. Ich war dieser Tage, wo der Martin Schmidt gesagt hat, bei der Regierung, ob da irgendetwas noch mehr abzustoppen ist. Und die sagen uns, wir müssen in München das so machen, Zugang ist gleich Abgang. Wir haben ein Erstaufnahmezentrum, was da jeden Tag reinkommt, muss am nächsten Tag wieder raus. Die gleiche Anzahl. Wir übernehmen für euch die Registrierung, die Gesundheitsuntersuchung, die Verteilung auf die bayerischen Landkreise, auf die deutschen Landkreise, aber ihr müsst aufnehmen. Dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt einmal oben mitnehmen, dann habe ich gesagt, naja, dann reden wir vielleicht nicht, dann hoffen wir, dass irgendein anderer Landkreis, der 50 nehmen muss, gerade eine Kapazität gewählt hat mit 100. Dann schickt man da 100 hin und dann hat ihr eine Woche Verschnaufpause, aber dann seid ihr eine Woche später wieder mit 100 dran. Wenn wir es nach München schicken, diese Verteilzentren haben zwischen 3.000 und 5.000
Flüchtlinge. In Erding am Flugplatz, vielleicht haben Sie es gelesen, 5000 Flüchtlinge. Also die Menschen sind da und jetzt ist die Aufgabe, es zu verteilen. Zur Größenordnung, vielleicht noch einen Satz. Machen wir uns auch Gedanken. Wenn es jetzt so weitergeht, für das Jahr 2016, wir glauben, hoffen natürlich, dass diese politischen Beschlüsse, da kommen wir nachher drauf, das führt jetzt nicht alles aus, diese Rückführungszentren, was man in der Max-Hindelmann-Kaserne aufbauen, kann dann vielleicht auch die Hauptgehörten was dazu sagen. Also, dass jetzt irgendwann mal was greift, auch die Verhandlungen mit der Türkei nochmal und mit den Ländern, wo die Flüchtlinge jetzt gerade stationiert sind, im Libanon und Jordanien, dass es einfach in diesem Tempo nicht mehr weitergeht. Aber wenn jetzt dieses Tempo so kommt, dann kriegen wir im Monat genau 200. Wenn wir im Monat eine Gewerbehalle angeboten bekommen, wo wir 200 Personen unterbringen, dann können wir das wunderbar managen. 12 mal 200. Wir haben 19 Gemeinden. Jetzt kann man sich das ausmalen, wo die jeweils sein könnte und wo wir die haben. Wir könnten das managen. Wir können in 4 Wochen eine Halle vorbereiten für 200 Leute, wir können das mit Betten bestücken, wir können die Hilfsverträge machen, wir können das Catering organisieren, das nächste. Das wollen wir nicht und wir haben es auch gar nicht. Also versuchen wir mit kleineren Einheiten, 50 Einheiten, aber wir müssen immer bedenken, 50 Personen reicht genau eine Woche. Wir haben jetzt noch 250 Plätze frei, wenn alle Mitverträge funktionieren, das sind genau 5 Wochen. Und wir bestellen jetzt morgen einen großen Umfang Container, wo wir überall die Grundstücke gemeldet bekommen haben von den Gemeinden dazu, dass wir das aufholen und dann über Weihnachten drüber kommen. Wir haben da 1-2 Gewerbehallen, also für Februar auch wieder, das was dann hergerichtet wird, das sind aber auch Einheiten dann mit 200 Personen. Also wir haben im Grunde da eigentlich keine Null. Alle Gemeinden schauen jeweils auf die anderen Gemeinden und ich weiß auch, dass dann das diskutiert wird, soll noch die einmal. Ich will das im Landkreis nicht anfangen. Jetzt mit Vorburg, bin heute nicht da, um irgendwelche Zahlen vorzubringen. Ich bitte alle Landkreisbürger, bei dieser Situation in irgendeiner Form mitzuhelfen. Und bedanke mich beim Bürgermeister, dass er sagt, ich versuche das so gut es geht, die Meier Gemeinde zu organisieren. Das vielleicht als Antwort zunächst einmal darauf, dass wir es einfach uns nicht aussuchen können, uns es nicht leicht machen, sondern versuchen, Menschen jetzt vor dem Winter unterzubringen, in der Hoffnung, dass es im Frühjahr dann das abreißt. Wir werden alles versuchen im Standort, dass wir dieses Problem, und ich werde unseren Landrat auch bei Wort nehmen, wenn wir unsere 2-3% verteilt, 2016, verteilt auf die verschiedensten Standorte haben, dieses Zelt auch wieder weg muss. Weil auch für mich, und da stimme ich zu, ein Zelt keine Dauerlösung sein kann. Aber jetzt kann man die Notunterkunft über den Winter, jetzt können wir die auf der Straße lassen. Und warum nicht Vorburg? Weil das für uns zum Erstzugriff einfach der geeignetste Platz war. Hier waren sich alle einig. Wobei natürlich bei der Diskussion dann schon gefallen ist, wir hätten natürlich auch noch andere Standorte. Und jetzt frage ich, wäre es richtig gewesen, wir haben, jetzt hätten wir es nach Irsching auf die Eislaufbahn war. Ja, glaubt ihr, dass die Irschinger nicht genauso geschimpft werden, wie es von den Rotkollegen geschimpft war? Nach dem Florians-Prinzip wird es halt nicht gehen, meine Damen und Herren. Es kann nicht nach letztes Mal hat er gesagt, wir sehen ein, wir müssen noch nehmen. Aber bitte schön, ja nicht bei mir vor der Haustür. Da glaube ich, weil die Garantien abgegeben werden können, wenn die Tageszahlen, wir haben momentan in Bayern einen Tageszugang von 7000 Leuten. Wir verhandeln momentan über verschiedene Dinge politisch. Wie wir was lösen können. Meine Gruppierung ist ja kein Geheimnis, wo ich bin, mit einer Zuwanderungsbegrenzung, wir haben es aber nicht durch. Wenn wir weiter 7000 Leute bekommen, dann kriegen wir nächstes Jahr 365 Tage, mal 7000, sind knapp 2,5 Millionen Menschen. Dann ist noch eine Diskussion. Ich sage Ihnen nur die Situation und ich glaube, die ist auch interessant und das, glaube ich, bringt die beiden dann auch in die Situation, dass die einfach keine Versprechungen abgeben können, das freut mir, solange wir politisch nicht lösen,
gibt es keine Garantien. Man hat da das ja tolle gehört, zürischer Familiennachzug. Wir haben momentan 500.000 zürische Einzelpersonen im Land. Die hätten nach heutiger Rechtslage, wenn wir es nicht ändern, meine Gruppierung setzt sich auch dafür ein, dass wir das zumindest stark begrenzen. Dann haben wir nochmal ein Potenzial mal 4 mal 5, das auf die 2,5 Millionen nach oben drauf kommt. Das ist alles politisch nicht gelöst. Und deswegen wäre es für die beiden Herren, glaube ich, fahrlässig, irgendwelche Versprechungen abzugeben, die sie dann zum Schluss nicht halten können. Und die beiden sind nicht in Anführungszeichen schuld, sondern das ist die Berliner Politik. Wir werden uns sehr, sehr bemühen, dass wir unsere, und jetzt sage ich es deutlich, unsere 3%, ich gehe mal davon aus, Herr Landrat, du wirst mir auferlegen, 3% 2016, dass wir 3% dezentral in Vorburg erfüllen. Vorburg heißt auch für mich alle, es heißt dann aber auch gleichzeitig dezentral, heißt nicht 150 und 200 auf einen Blick. So, wir werden alles probieren, wir werden alles tun dafür. Ob es klingt, hat der Karl Staub, unser Abgeordneter, ganz klar natürlich gesagt, was passiert, wenn wir 5% kriegen. Kann auch keiner voraussagen. Ich sage es deutlich, und der Karl Staub hat letztlich gesagt, keiner in München, Bayerischen Landtag, hat gerufen, wie in Berlin jemand gerufen hat, seid uns alle herzlich willkommen. Nur wir, ich muss das deutlich sagen, nur wir, und da fange ich jetzt beim Landrat an und hört beim Dornenburger Meister auf, sind die, die was am Schluss wirklich ausbaden müssen. Wir sind die. Aber wir haben die Verantwortung hierfür.